Apple bringt zwei neue MacBook Pro-Modelle mit neuen hauseigenen Halbleitern auf den Markt. Die Chips seien leistungsfähiger als frühere Apple-Halbleiter, teilte der kalifornische Konzern am Montag mit. Dabei verbrauchten sie weniger Energie als die Produkte von Rivalen wie Intel oder AMD. Zuletzt gab es Berichte, dass der Konzern wegen der weltweiten Chip-Lieferengpässe Millionen Smartphones nicht produzieren könne. Die nun in Aussicht gestellten neuen MacBook Pro-Modelle soll es mit 14 und 16 Zoll Displays zu Basispreisen von knapp $2,000 und $2,500 geben. Apple stellte am Montag zudem neue AirPod-Kopfhörer vor, die wasser- sowie schweißresistent und damit besonders für Sport geeignet sein sollen. Zubehörartikel wie die AirPods sind in der Vergangenheit Verkaufsschlager im Weihnachtsgeschäft gewesen.